Und damit hallihallo, Hallöchen auch wieder an die YouTube-Leute, die mitschauen. Wir befinden uns wieder in Last Epoch. Und wir werden wieder eine richtig geile Runde mit unserem Fireball-Magier hinlegen. Ich hoffe es zumindest. Hoffentlich wird's cool. Wir verfolgen immer noch die Kampagne. Und ich hoffe einfach, das klappt, ne? Das wird schon. Das wird schon. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das klappt. Wir verbinden. Ich habe es heute noch nicht probiert. Ich will hoffen, das funktioniert. Ja, perfekt. Hi. Vielleicht kommen wir auch wirklich mal nach der Kampagne mal ein bisschen dazu, mit anderen zu zocken. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ein bisschen Crewplay. Wir sind hier immer, wir landen irgendwie immer in dem Ding da, ne? Und wir müssen aber... Wo war? Valrin. Wir sollen nach Valrin. Ja, Valrin ist hier. Und dann am zerschmetterten Tal. Let's go. Mit unserem schönen Fireball-Magier. Gucken wir. Ich will ja hoffen, dass wir heute so... Heute wäre ich so Level 32 oder vielleicht sogar 35. Das wäre richtig geil. Das wäre ja einsame Spitze, wenn wir das hitten würden. Das wäre einsame Spitze, wenn wir das hitten würden. Ich muss auch noch mal ein bisschen auf Steuerung klarkommen, ne? Wie immer. Erstmal nochmal reinkommen hier. Wenn ich jeden Tag zock, dann ist das schwierig. Ja. Mhm. Man merkt es schon. Stimmt! Ach, ich habe ganz vergessen, den Loot-Filter zu machen. Ja, das tut mir leid. Dann sammeln wir heute auch wieder ganz viel Loot ein. Hm. Ja. Vielleicht könnten wir... maybe könnte man auch für einen Loot-Filter... für einen Loot-Filter was machen oder so. Dass man hingeht und... und sich dort vielleicht eines Meta-Loot-Filters bedient. So, was hat der Jute geschrieben? Promotion of your channel, views for the view, bots, etc. The price is lower than... You are shitting me! I'm sorry, but I don't need viewer bots, and I don't want viewer bots. Really. That's not what we are doing here. That's not what I promote. So, maybe go F yourself and this is going away. Okay, perfekt. So, da ist er gebannt. Da ist er gebannt. Ja, also wer sowas, ne, also da bin ich aber auch anders mad. Ne? Also wir brauchen hier keine Viewer-Bots und wir brauchen auch definitiv wir brauchen definitiv keine Promotion. Sowas brauchen wir hier nicht. Das wäre ja alles also bitte. Nee. Okay. Da gehen wir mal zurück hier. So. Jetzt habe ich das zwar noch die ganze Zeit da stehen, aber naja. Ich verstehe nicht, dass ich nicht einzelne... Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Oder ich sehe es einfach nicht, dass ich nicht einzelne Nachrichten einfach sperren kann. Wenn ich sagen kann, okay, die Nachricht wird jetzt einfach gelöscht und nicht gleich den ganzen User wegzuballern. Weil theoretisch will ich das ja auch nicht. Weil der könnte ja auch noch andere Sachen schreiben. Könnte ja ganz, kann's ja wirklich nett gemeint haben. Und sich dann entschuldigen, dass er das gemacht hat.
Aber so ist er halt jetzt gesperrt. Gibt leider keine andere Möglichkeit. Jedenfalls sehe ich es nicht. Oder ich bin einfach nur zu smart, um Twitch richtig zu bedienen. Jawohl. Ey, kannst du mal... Danke. Ich glaube, ich bin einfach nur zu smart, um Twitch zu bedienen. Das muss es sein. Definitiv. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein. So. Hier noch was. Bist du mal. Zack, zack. Ganzen leeren Schwingen hier weg. Oh, Level 26. Nice. Der hat jetzt nicht wirklich was gemacht. Cool. Sehr schön. Einfach weg mit diesen Fledermäuschen. Ich kann mal das da wieder anmachen. Ich spiele am liebsten mit der Ansicht. Muss ich wirklich sagen. Ich sagen muss, wir sind hier schon wieder zu richtig, ne? Huch. Wir sind wieder zu richtig. Vielleicht kann man hier links rumgehen, hier oben. Ist doch wieder das Ding da, ne? Sag mal. Also, das Spiel hat auch wirklich extrem viele Spawner. Muss man leider einfach sagen, ne? Also, es hat wirklich extrem viele Spawner. Die hat es halt wirklich. Ja, wir können hier links gehen. Fireball! Was ist? Er hat noch was geschrien. Ich habe wieder so einen Spawner. Was haben wir denn hier unten so schön? Auf jeden Fall noch ein Köcher, den wir eigentlich gar nicht gebrauchen können. Ah, das ist doch wieder so ein... Das ist wieder ein Spot. Nee, also sogar zwei. Sogar zwei Spawner einfach. Sind halt wirklich... Mann, sag mal. Das schon wirklich, das ist schon wirklich ein bisschen, das ist schon ein bisschen zu viel des Guten, meiner Meinung nach. Oh, jetzt mein Fireball auch noch? Mana? Ehrlich? Wenn ich jetzt Mana Downtime, das wäre natürlich mies. Das hätte ich irgendwie... Nice. Die Götzen nehmen wir alle mit. Können wir vielleicht aus allem etwas Geileres draus machen, beziehungsweise sind die wahrscheinlich auch cooler. Schon wieder zwei Spawner.
Okay, dann können wir hier rechts noch lang. Gehen wir erstmal hier oben wieder lang. Backtracking. Was ist mit dir hier? Okay, ich lasse den einfach mal da. Der kann seines Lebens frönen. Und wir gehen wahrscheinlich hier noch ein bisschen so nach unten. Ich gehe mal schwer davon aus, dass... Okay. Ich glaube, das hat gerade geleckt, sonst wäre ich niemals so weit mit meinem Flammensturm gekommen. Irgendwie hat er... Der hat ein bisschen geleckt. Hat er. Schon wieder so ein Nest. Da ist auch noch ein Nest. Hier ist nichts mehr. Ich bin echt gespannt, wo das mit dieser Leere hier hingeht, ne? Also wie die entstanden ist und so ein Shit. Das wäre echt nice to know. Schon wieder ein Spawner. Ich will das Zeug hier einsammeln. Oh no, es laggt wieder. Hallo? Spiel? Hallo? Was ist denn? Ich habe auch kein Mana mehr. Ich regeneriere kein Mana mehr. Wählen wir mal gerade was aus, was kein Mana verbraucht. Einfach so eine Weapon Attack. Okay. Das war gerade ein weirder Bug. Sehr weird. Sehr weird. Okay. Ich, einfach... Wir ignorieren's einfach. Einfach. Plain. Wir ignorieren. Okay. Das ist nie passiert. Ja. Es ist nie passiert, dass wir A kein Mana hatten und B dann auf einmal plötzlich im Void war. So, wir haben die komplette Karte erkundet. Und dann können wir doch mal hier in den Hof. Was für ein Hof. Manche Feinde lassen einen Dungeon-Schlüssel fallen. Ja, den brauchen wir auch immer noch. Ja, ja. Das habe ich nicht vergessen. Das habe ich definitiv nicht vergessen, dass wir hier auch noch so einen komischen Dungeon-Schlüssel brauchen. Da ist eine Truhe. Oh. Burn! Burn! Nee, das ist kein Palworld. Hat den einfachen Grund, Eva und ich haben gesagt, so wirklich Bock auf Pirate haben wir keinen. Und dann wurde es halt einfach Last Epoch, weil ich krank übel Bock auf das Game habe. Ich habe Lust!
Weil es ist halt einfach gut. Es ist ein gutes Spiel. Und man kann dabei so richtig schön chillen. Und alles einfach in Feuer verwandeln. Burn! I like to see it burn. Und ich glaube, mein Inventar sehe ich auch gerne burnen, weil ich glaube, ich bin wahrscheinlich gleich auch wieder am Max, was ich mitholen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte sehr gut der Fall sein. Nee, doch nicht. Lol. Wow. Ich habe noch gar nicht so viel eingesammelt. Weil ich wieder vergessen habe, den Lootfilter einzustellen. Nee. Morgen 18 Uhr. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja. Das wird ja anders geil. So einen awesome Dungeon Master, der uns morgen so ein richtig geiles, Adventure bietet. Ah, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ja. Muss ich ja einfach sagen. Wie kann ich auch anders, als mich zu freuen? Gibt das da alles? Ja. Cool. Nix drin. Gut. Dieses Bonner. I hate it. Da hat wieder geleckt. Langsam bin ich ein bisschen die Spawner leid, ey. Die machen echt keinen Spaß mehr. Das ist schon wieder einer. Da ist ja wirklich in jedem einzelnen Zwischengebiet ist so ein Spawner. Hä? Okay, also der Flame Charge ist echt noch ausbaufähig von der Umsetzung her. Holy. Der buggt irgendwie andersrum. Von der Animation her zumindest. Oder es laggt halt wirklich einfach nur des Todes. Und deswegen ist er so. Bitte. Please. Be gut. Ja, ist okay. Wenn ich da schon Prankenhieb lese. Ne? Kann ja nur für einen Magier sein. Der hat ja einen Prankenhieb. Der Magier. Mann, hat der einen Prankenhieb. Guck dir die Pranken an von dem Magier. Übel. Sehe ich vor lauter Feuer gar nicht mehr. Kann ich jetzt hier links lang? Oh oh. Leeren Tausendfüßler. Oh, kein Mana mehr. Ei. Okay, das macht jetzt aber meine Taschen definitiv voll. Also hundertprozentig. Also da wird er gleich wieder meckern. I am not a man of many pockets. Das war so klar. Das ist eigentlich. Eigentlich egal, dann nehmen wir jetzt nichts mehr mit. Oder nur noch, wenn es richtig cool ist. Ist das richtig cool? Nee, ist das. Nee! Ist es nicht.
Magier, Runenbeschwörung. Was ist das da nicht das? Runenbeschwörung plus 1? Runenbeschwörung plus 1? Das macht mein Helm. Ah. Hm. Vielleicht krieg ich. Ich krieg aber bestimmt die Runenbeschwörung hier so runter. Da bin ich ja relativ sicher, dass ich die da so runter bekomme. Dass ich dann quasi das. Warte, ich kann das doch on the fly machen. Mit was bist du schon wieder? Oh no, habe ich schon die ganze Zeit wieder mit so einem Kackding hier. Okay, ich will's zerschmettern. Gib mir das Zeug hier. Stufe von runischer Aufrufung. Geil. Fehlt jetzt, glaube ich, bei so ein paar das mal machen. Wenn mir so, wenn mir sowas Gutes da drauf, wenn ich da sowas Gutes drauf sehe. Hier Entzündung bei Treffer zum Beispiel. Entzündung bei Treffer ist nämlich wahrscheinlich auch ganz cool. Oh. Also, wenn eine bestimmte Entscheidung fällt, muss ich zwischen Chapter 2, 3 und 4 hin und her springen. Hä? Hä? Ja. Dann denkt ihr mal, was bei meiner Kampagne ist. Ich kann dir sagen, ey. Ho, Gürtel, please. 200 Rüstung. 30% erhöhte Rüstung. 80% erhöhter Nekrose-Schaden bei kürzlicher Litter. Aber das ist eigentlich trotzdem ziemlich nice für Rüstung, oder? Das ist eigentlich trotzdem ziemlich nice für Rüstung. Vor allem, das da bringt mir ja jetzt auch nicht wirklich viel, ne? Ich tausche den mal aus. Tankmate? Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich meine, wenn man es denn schon mal bekommt, ne? Wenn man es schon mal bekommt, dann kann man es ja mal machen. Flammenmeer mit Feuerball, ja. Dafür habe ich extra gespart. Wir ballen jetzt Flammenmeer. Und dann die restlichen Punkte gehen auf jeden Fall hier rein. Noch ein bisschen mehr Damage für den guten Schaden über Zeit. Auch Dot genannt. Okay, ich glaube, ich mache schon ein bisschen mehr Damage jetzt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man dann mal seine, sein Stab auch ausgerüstet hat, dann macht man vielleicht ein bisschen Damage, okay? Das heißt, Was hast du hier? Nee. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit, aber nee. Das ist definitiv schlechter als das, was ich habe. Jo, ich würde sagen, jetzt one-shotten wir auch wieder die Dinge, ne? Maybe. I cannot do that. I cannot do that. Warum kannst du das nicht? Nochmal Schergenschaden. Nee. Es gibt's doch nicht. Assassinen, Großschwert. Ja, was ist das? Diener, Nahkampfschaden, Diener, Zauberschaden. Ja, danke. Du mich auch, Spiel. Ich krieg hier nur Nekro-Sachen, ey. Really? Das ist doch annoying. Please. Be good. Please. Be good. Ich brauch das. Wirkung bleiben blockieren. Blockchance. Chance auf Werfen von Schuriken.
Ich werde jetzt der Ninja-Mage. Mann. Kann ich denn nicht Sachen bekommen, die ich wirklich brauche? Schaden im Laufe der Zeit. Oh, einfach keiner. Mann. Mal sortieren. Ninja Tank Mage wird immer besser. Ja, das da muss ich übel freuen, ne? Dass ich einfach nichts bekomme, was ich brauche. Aber ich sag dir, das ist mir jetzt noch egal. Jetzt bin ich noch am Leveln. Wait. Ist das da hellgelb? Das da ist doch ein anderes Gelb, oder? Das da ist doch ein anderes Gelb als das da, ne? Das sind auch zweimal dieselben. Ich glaube, das ist eine besondere Truhe, kann das sein? Mein Herz geht auf beim Zuschauen. Ah! Wart nur ab! Das wird schon noch. Ich krieg noch mein Zeug. Irgendwann. Also wie gesagt, jetzt ist es mir noch egal. Wenn da nachher, also ganz ehrlich, wenn in den höheren Rift jetzt Necro-Sachen droppen und ich nicht das bekomme, was ich will, dann ist aber alles Kacke und so. Habe ich das schon alles erkundet? Nee, ich bin da hinten noch nicht gewesen, aber ich glaube, da hinten geht es auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, da geht es auch nicht wirklich weiter. Ja, lass einfach weitergehen. Wir sind noch Level 26 in einem 21er Gebiet. Also vielleicht sollte man doch dann schon mal ein bisschen voran. Oh. Who are you? Hallihallo, Tempelhüter. Hallihallo, Tempelhüter. Wow. Kann man wirklich ausweichen und was machen hier? Ich kann ihn nicht one-tappen. Das ist ein bisschen unfortunate, aber der war schon cool. Hat zwar nicht viel gemacht, aber der war schon cool. Ja, der gibt auch nichts, ne? Also, ja. Tempel von Ether. Kaufe, bekommst du 100, besseren Loot 100%. Ja, lass mich mal die Kampagne durchspielen, dann gucken wir mal, ne? Weil euch interessiert die Kampagne wahrscheinlich ja eh nicht. Weil sie ja auch actually jetzt nicht das Kernfeature von dem Game ist. Muss man halt einfach wirklich so sagen. So fair muss man sein. So many years spent researching. Dann, maybe gibt's das für euch, damit wir hier zusammen zocken können. And all I find is ruin. Actually musst du das ja spielen. Ansonsten kriege ich nie im Leben guten Loot. Nie im Leben. Muss all meinen schlechten Loot nämlich anziehen. Was haben wir das hier? Blitzschaden, Betäubungsschaden. Oh, Martina. Ah, Martina. Ah, ist eine 0815-Story. Also ist jetzt. Okay. Ist jetzt nichts krass Besonderes. Ich finde es aber trotzdem okay. Also mit dem ganzen, mit dem Zeitreisegedönches, dass du da so Shards hast, auf die aufpassen müssen und so ein paar Götter, die halt diese Shards wollen. Oder Götter-ähnliche Viecher, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Die Raye oder wie die da heißt. Die will ja den Shard, um in der Zeit zu reisen, um quasi mächtigster Gott zu werden oder was weiß ich. Also die Story an sich, denke ich, hat schon Potenzial. Nur, wie gesagt, also ich gehe nicht davon aus, dass die Entwickler das Game quasi entwickelt haben, um hier die krasseste Story zu erzählen. Es gibt ja auch keine wirklichen Cutscenes bis jetzt.
Was dann quasi actually Diablo 4 sogar besser macht, ne? Weil du hast so Cutscenes, das erzählt halt eine Story. Jo. Eiskäfer. Mehrere Eiskäfer. Holy moly. Ey, da bin ich jetzt mal hier. Dann, Eiskäfer, go. Eiskäfer, go, go, go. I'm not a man of many pockets. Ich weiß. Ich hätte könnten weggehen, ne? 20 Chance auf Entzündung. Oh, Runenbeschwörung. Ja, 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 warte. Den müssen wir mitnehmen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir den mitnehmen müssen. Den da könnte man theoretisch auch mal kaputt machen, ne? Schaden über Zeit kann man immer mitnehmen. Weg damit. Den da aber auf jeden Fall. Nein. Was haben wir hier noch? Hä? Habe ich jetzt das Falsche kaputt gemacht, oder was? Okay, irgendwie war ein bisschen weird. Oder es hat, oder ich habe zweimal irgendwie was mit Schaden über Zeit gehabt. So, gehen wir mal nach links. Da ist noch ein Rein. Was macht der? Ah, Bewegungstempo und Angriffstempo, okay. Jetzt nicht so heftig. Was hast du hier? Nochmal ein Eiskäfer? Nice. Eieieiei. Freeze. Nope. Diese Trefferchance. Nope. Nope. Gut. Da unten geht's auch noch so links lang, ne? Mach das mal jetzt nicht. Ich glaube, actually bringt das maximal vielleicht noch eine Truhe oder so. Tollen Schaden. Auch niemand. Das ist ja ganz oben. Oh. Oh, hallihallo. Hallihallo, Sie lieber Teufel. Lass doch was Gutes fallen, wollte ich sagen. Und er ließ einfach gar nichts fallen. Hä? Das sieht actually weird aus. Nur wenn man da drunter geht, kann man da, sieht das so aus, als könnte man nicht durchgehen. Scherenschaden, leeren Schaden. Fischschaden. Sag mal, hier kommt auch extrem viel Freeze-Schaden bei rum, ne? Als ob die wollen, dass ich einen Freeze Mage spiele. Weiter geht's. Die Lotushallen. Sind, glaube ich, im Tempel von Ithera. Oder Ithera. Nicht Ithera, Ithera. So, jetzt gehen wir aber einmal zurück. Oh, jetzt haben wir hier so ein Ding. Gehen wir einmal zurückchen. Und dann mal ein bisschen was verkaufen.
Verkaufen, um Platz zu machen. Da muss Platz gemacht werden, Muster. Gucken, ob die Gute vielleicht auch noch was zu verkaufen hat. Yes. Was bist du denn? Erhöhter Feuerschaden. Ach, herrje. Ach, das wäre wunderbar. So, erstmal die ganzen Dinger hier weg. Weg, 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 weg. Blitzschaden braucht auch niemand. Nein, nein. Vulkanische Kugel und 14% erhöhter. Ah, die könnte man zerstören, ne? Die könnte man zerschmettern. Kurz Materialien übertragen. Nochmal Action, yes, mit ihr reden. Weg, 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 weg. Erhöhter Feuerschaden. Also ich könnte mir hier auch noch so ein paar, pass mal auf, wir kaufen mal hier noch so welche. Dann kann ich nämlich auch mehr davon einfach kaputt machen. So, die Götzen. Haben wir da irgendwie was Cooles dabei? Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit, ja. Kann ausgetauscht werden. Dafür. Ja, das da. Rüstung, Ausweichrate. Erhöhter Feuerschaden. 13% erhöhter Feuerschaden. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit, erhöhter Schaden im Laufe der Zeit. Das ist eigentlich ganz cool. Und das ist nur 9% auf 9% Entzündung. Das muss jetzt nicht unbedingt, ne? So, dann lass mal gucken. Was will ich denn haben? Also das da will ich mir vielleicht aufheben. Blitzschaden will ich jetzt nicht unbedingt. Das ist alles wieder Diener. Das da kann man sich noch aufheben. Ja. Und das da kommt sowieso in meine Truhe. Ja, für... Keine Ahnung. Habe ich halt ein Unique, aber kann ich nicht gebrauchen. Vielleicht für ein anderer Char. Und die Götzen kommen auf jeden Fall hier rein. Was sagt er hier? Ja, 3 Mana, Feuerbeständigkeit kann man mitnehmen. Yes. Ja. Ich habe noch ein paar Götzen eigentlich zu verkaufen. Er ist 2 Hand, ne? Ja. Da würde ich gerne bessere haben. Yes. Mal gucken, hast du vielleicht was Besseres? Nee. Den da wollte ich, ne? Hallo. Auch nochmal Inventar auf hier. Den besseren Feuerschaden. Haben wir denn auch zufälligerweise... Oh! 9 leere Schaden, ist so, ja, okay. Aber 14% erhöhter Schaden im Laufe der Zeit. Wenn wir den da mit dem da kombinieren. Ne? Da haben wir 30% erhöhte Schaden im Laufe der Zeit. 34% Chance auf Entzündung bei Treffer. Das ist jetzt plus 14 und da haben wir nochmal plus 10% Feuerdamage. Wenn ich jetzt quasi hier drauf... Wenn ich jetzt hier drauf nochmal so einen... Schaden über Zeit. Ne, Schaden über Zeit hat der ja. Hier noch so Feuerschaden drauf mache. Dann könnten wir echt Damage zusammenbekommen, ne? Kritische Trefferchance plus 8 Intelligenz. Ich meine, kostet ja nichts. Costa Quanta, Nixer. 14% mehr Feuerdamage, jawohl.
Und den da? Da könnte man noch ein bisschen Schaden über Zeit drauf machen. Costa Nixa. 12% im Laufe der Zeit. Was können wir hier noch für ein... Das ist auch ein Präfix, den wir da draufballern können. Ah ne, den kann man verbessern. Okay, den will ich aber nicht verbessern. Was haben wir denn da noch? Eigentlich nichts, ne? Nicht anwendbar. Die Suffixe sind das. Aber da haben wir keine guten. Da haben wir keine guten. Ist egal. Wir dürften jetzt extrem guten Damage eigentlich haben. Und den da können wir dann... Den da können wir dann einfach... Weil der relativ gut war. Zack. Nehmen wir uns die Dinger hier mit. Ach, da... Okay. Nevermind, das war da drauf geklatscht. Na. Der Satz mit X, das war wohl nix. Okay. Wir gehen weiter hier rein. Will ich noch weiter Entzündungschance? Irgendwann ist halt genug mit Entzündungschance, habe ich so das Gefühl. Ha. Also die Dinger hier ist halt irgendwie ein bisschen doof, ne? Das will alles auf kritische Treffer. Weil ich gar nicht weiß, ob wir kritische Treffer überhaupt erzeugen können. Xyrahune besitzt oder kürzlich ein Frostfall passiert hast. Das ist eigentlich ganz cool. Verdoppler-Effekt mit Rahune oder Frostwand. Okay. Elementardurchdringung mit Schaden über Zeit. Oh, da wollen wir hin. Okay, da müssen wir halt wirklich da noch ein bisschen reinblotzen. Ich nehme das jetzt einfach mal. Why not? Das Ding ist, ich würde eigentlich das da halt gerne fertig skillen, ne? Weil das gibt halt wirklich viel Feuerschaden. Ich glaube, ich skill das da danach noch fertig. Weiter geht's. Ich glaube, im Moment ist es auch gar nicht so nervig mit dem Aufsammeln. Irgendwie war das beim letzten Mal ein bisschen krasser. Es war beim letzten Mal ein wenig krasser. Oh, ich hatte noch nicht genug Punkte. Nice. Oh, das ist der Damage ist schon ein bisschen hochgegangen jetzt, ne? Soll ich ehrlich sagen. Ja, schon ein bisschen hochgegangen. Jedes kleine Upgrade, ne? Jedes kleine Upgrade. Sessa? Ah, kein Feuerschaden, ne. Gut, wir können es mal mitnehmen. Unsere Taschen sind ja jetzt wieder leer. Ah, erstmal nach links gehen. Erstmal gucken. Gucken uns erstmal um, was hier auf der linken Seite alles uns erwartet. Ich mag es, wenn einfach am Rand meiner Sicht die Gegner umfallen, weil die ganze Zeit Dodge-Schaden abbekommen. Oh, das ist nochmal so ein fetter Boy. Oh.
Okay. Let's go. Wir machen den. Kriegt halt. Er kriegt halt wirklich nicht so viel Damage, ne? Jawohl. Experimenteller Plattengürtel. Why, Spiel? Why der Necro? Mann, da kriegt man mal so ein geiles Teil und dann ist es alles für Necro. Ich weiß ja, dass du willst, dass ich den spiele, weil ich den als zweiten Charakter schon angelegt habe. Aber why? Gib mir doch jetzt dafür meinen Mage. Mann. Verzweiflung wird bei mir noch groß geschrieben. Auf. Und da ist er wieder weg. Hehe. Oh, nice. Ich spiele Negro, damit der Feier mich Sachen droppt. Das wäre wahrscheinlich actually das Smarteste. Ich bin hundertprozentig, also ohne Witz, wenn ich dann den Necro mit euch anfasse, oder wenn ich den dann vielleicht alleine eine Runde spiele, ich bin mir so sicher, dass der Feuerstuff droppt, ey. Ohne Witz. Aber eigentlich wäre das auch geil. Oh, was bist du denn? Weil dann könnte ich es einfach rüber traden. Also ich glaube, das geht. Splitter der Epoche rufen nicht zu dieser Statue, aber hier ist nichts. Splitter werden mir den Weg zeigen. Ah! Ich gehe mal kurz noch einmal zurück. Das ist übrigens der Punkt. Holy. Weil hier oben waren wir noch nicht. Wahrscheinlich ist da aber auch nichts. Kann sein, dass da sowieso nichts ist. Fireball! Ich hätte einfach in unserer Kampagne so einen Feuermagier spielen sollen, ne? Einfach so einen richtig stupiden, ich klatsch alles mit Fireball weg. Boah, so eine geile Idee. So einen Mage, der nur Fireball casten kann. Nichts anderes, aber der darf das schon auf Level 1. Obviously mit ein bisschen weniger Damage und so ein Shit, aber das quasi das Einzige ist, dass sein Fireball einfach immer besser wird. Ne, der kann sich keine Spells oder so raussuchen. Das Einzige, was der kann, ist Fireball casten. Und dieser Fireball wird mit jedem Level, oder nicht mit jedem Level, aber mit den Leveln einfach stärker. Und man baut einfach so einen kompletten Wizard um so einen Fireball drumrum. Wie geil wäre das denn?
Obviously könnte der vielleicht noch so ein bisschen erhöht der Elementarschaden, was? Könnte der vielleicht noch so ein bisschen so Nicht-Kampfmagie? Ja. Ja, dann quasi, also der kann halt als Kampfmagie nur den Fireball, aber er kann halt so ein paar andere Sachen casten, damit er nicht komplett useless anders da ist. You know. Und dann so ein Fight in engen Räumen, Alter. Und dass du dann quasi so, du hast wie so Skillungen für den Fireball. Und du kannst dir so ein paar raussuchen. Und dann musst du halt immer gucken, was könnte für ein Fight kommen. Und dann hast du immer so situative Fireballs. Der eine, keine Ahnung, castet, wenn du den droppst, ist das quasi, wo der einfach alles verbrennt und die Gegner da drin anfangen zu brennen oder so. Dann so ein anderer, der ist Single Target, der macht einfach an einem Ziel extrem heftigen Damage, aber dafür hat der keinen sonstigen Effekt. Dann so einen, der so ein bisschen rumsplattert zum Beispiel. Und dann natürlich, obviously, so ein ganz normaler Fireball. Weil den will man ja auch casten dürfen. Jetzt bin ich ja doch hier weitergegangen, ne? Jetzt bin ich ja gar nicht durch das Portal. Naja, egal. Who cares? Hört sich zu an, vorher an. Finger weg. Oh, der lässt Götzen fallen. Nice. Nee, halt, den müsste man natürlich balancen, ne? Ist ganz klar. Den müsstest du safe balancen. Also, der würde wahrscheinlich am Anfang. Ist schon wieder soweit. Ja, not a man of many pockets. 49 erhöht der Feuerschaden. Ja, Mai. Holy. Müssen wir Materialien übertragen? Und dann kann man die auch aufnehmen. Ja, GG. What? 49%. Der geht bis 53. Feuerschaden. Ich mache 2930 mit einem Fireball. Wenn ich den da ausrüste, 2800. 2900. Easy. Geil. Geil. I like it. Gut, aber mit dem Fireball alleine mache ich ja keinen Damage. Das wäre es zum Beispiel. Also wenn du so ein... Wenn du hier einfach... Nimm das da einfach als Beispiel. So ein Fireball und dann hast du so ein Skill... Dann hast du einfach so ein Skilltree für den Fireball. Der dann halt verschiedene Sachen machen kann. Und dann hast du irgendwie so... So im Fight so Punkte... Mit denen du den Fireball umswitchen kannst, situativ. Also sagen wir, du hast irgendwie so ein oder zwei Fireball-Punkte, wo du quasi ein oder zweimal im Fight deinen Fireball quasi umskillen kannst, mehr oder weniger. Und dann ist das halt so Single-Target-Damage, der kann dann vielleicht mal so ein Dot auf jemanden draufsetzen. Ja, Splash Damage, so ein Area of Effect Dingen. Und er kann halt mehrere Sachen und du musst dann halt einfach mit einem Spell hantieren. Den kannst du dann flavoren. So, wollte ich das da eigentlich? Baut sich noch mehr Schnelligkeit auf. Ich glaube, ich wollte mal in die Richtung eigentlich skillen, ne? Schaden verursacht nach 5 Sekunden Schaden eine Explosion, die Feuerschaden nach 5 Sekunden.
Das heißt, wir könnten ihn auf 3 runterbekommen. Das würde wahrscheinlich schon eher da passen, weil ich halte niemals 5 Sekunden auf einen Gegner drauf. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das so. Wir wollen hier, wir wollen, genau, wir wollen in die Richtung, weil wir nämlich actually die Nova wollen auf einem anderen Fleck casten. Also es wäre halt komplett Homebrew, ne? Ist halt klar, es wäre komplett Homebrew, aber du könntest, aber dann müsste man halt so eine Klasse entwerfen, die sowas machen kann. Kann ich ihn aufhören? Ja. Bringt mir zwar nichts, aber ich kann ihn aufhören. Kann ich jetzt hier runterlaufen? Geht's hier noch überall hin? Mann. Ich meine, ist geil, weil, ja. Oh, das ist ja so weitläufig hier. Holy. I am not a man. Yeah, I'm not a man of many pockets. You know. Wer, da wirft doch einer, ja. Ach Gott, was haben wir hier? Ja, wir sterben können, also behalte mal die Idee. Nice. Ganz ehrlich, hätte ich übel Bock. You know what? Am Sonntag? Ja, am Sonntag gibt's nochmal einen Stream. Am Sonntag setzen wir uns hin und entwerfen so eine Klasse. In D&D Beyond. Setzen uns einfach hin und entwerfen mal so eine Klasse in D&D Beyond. Da hätte ich richtig Bock drauf. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf. 21% erhöhter Feuerschaden. Ja, ich kann es nicht aufheben, ne? Schon wieder nicht. Kann ich irgendwas kaputt machen? Da ist noch Feuerschaden drauf. Ich werde so ein paar Sachen mit Feuerschaden jetzt sammeln. Den ich nicht bekomme. Das ist immer... Dammit. Ist das zufällig, ob ich das bekomme oder nicht? Das wäre jetzt natürlich extrem uncool. Elementarschaden hatte ich auch noch. Auch noch nicht wirklich, ne? Elementarschaden, nice. Alles andere würde ich halt eher verkaufen wollen. Das würde ich jetzt verkaufen wollen. Das da könnte man jetzt noch nehmen und könnte das noch entwerten. Nee, nicht den da. Das da, danke. Oh, ist der Ring besser? Nee, natürlich nicht. Sollte der auch besser sein. Feuerschaden. Zweimal Feuerschadensplitter. Nice. Okay, das ist plus 3 auf alle Attribute, okay. Frage ich mal, wer das gebrauchen könnte. Vielleicht der Druide? Richtig Bock.